Legt mir heute bitte eure Arbeitsergebnisse zum Thema Welper früher und heute vor. Auf der Grenze zwischen dem Ruhrgebiet und Sauerland liegt Welper, unsere Heimat. In den Wassern der Ruhr spiegeln sich die Industrieanlagen. Doch gar nicht weit davon liegen Berge und Wälder. Welper wird die Industriegemeinde im Grünen genannt. Die Straßen und Plätze unserer Gemeinde sind sauber und gepflegt. An vielen Stellen erfreuen uns die Ruheplätze in den Grünanlagen. Und vor den Häusern wurden herrliche Vorgärten angelegt. An sommerlichen Tagen gleichen die Ufern der Ruhr einem Badestrand. Fröhlich tummelt sich dann die Jugend in den Fluten, findet Entspannung beim Wassersport oder nimmt ein Sonnenbad. An ruhigen Stellen werfen die Sportfischer die Angel aus und warten geduldig, bis ein Fisch anbeißt. Im Gemeindewald können die Alten und Invaliden einen handfesten Skat dreschen. Für unsere Kinder sind im Gemeindewald vorbildliche Spielplätze mit Turn- und Sportgeräten eingerichtet. Versteckt im Grün der Büsche und Bäume liegt die Jugendherberge, das Ziel vieler Wanderer. Welch fröhliches Leben und Treiben herrscht hier zur Sommerzeit. Am frühen Morgen treffen sich die Naturfreunde zu ihren Wanderungen. Die Falken pflegen den Volkstanz und diskutieren die Tagesprobleme. Die Kleinen gehen gern zur Jugendherberge, denn sie finden hier stets frohe Gesellschaft. Neben dem Naturfreundehaus gibt es noch andere Heime, wo sich die Jugendverbände zur froher und ernster Arbeit zusammenfinden. In solcher Umgebung kann eine Jugend heranwachsen, die an die Zukunft glaubt.
In unserem Heimatort finden wir noch ausgesprochene Arbeitersiedlungen. Die Wohnblocks auf dem Heidchen sind nicht so hell und freundlich wie in Hüttenau. Diese Häuser entstanden, als die Henrichshütte Wohnraum für die Arbeiter brauchte. Auf der Hütte sind die meisten Welperaner beschäftigt. Durch die Henrichshütte ist Welper erst zu dem geworden, was es heute ist. Hier werden hauptsächlich Halbfabrikate hergestellt. Die größte Bedeutung haben jedoch die Kurbelwellen, die in alle Welt versandt werden. Die Leute, die solche Maschinen bedienen, müssen ganz genau aufpassen, denn hier kommt es auf tausendstel Millimeter an. Neben der Industrie hat auch das Handwerk noch einige Bedeutung. Die Statistik zeigt uns, dass 4/5 aller Arbeitnehmer in Industrie und Handwerk beschäftigt sind. Einen geringen Anteil hiervon nehmen berufstätige Frauen ein, die in Fabriken, hauptsächlich aber in den Büros arbeiten. Auch Männerberufe erobern sie sich. Jedoch haben die sozialpflegerischen Berufe nach wie vor den Vorrang. Zu den ältesten Siedlungen zählt Müsen 3. Der Stamm